Moin Leute, hier ist euer Ali Sophia mit Mario Kart Super Circuit. Im letzten Part haben wir den Pilzcup im 100cc gemacht und diesmal nehmen wir Yoshi, andere Stats und heute kommt der Blumencup dran. Auch halt im 100cc sind halt die gleichen Strecken, weil die können sich ja nicht verändern, weil das wäre ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig. Aber naja, so soll es ja sein. Wir sind hier wieder bei dieser, was war das nochmal? Strecke. Ich guck da immer nicht unten drauf, weil ich mehr beim Sprechen bin, als irgendwo anders hinzugucken, ne? Auf jeden Fall, 100cc wird jetzt nicht so ein bisschen schwierig sein. Hoffe ich zumindest. Außer, ich kann es nochmal sagen, nur Luigi. Wenn ich irgendwas erwähne, dann ja, dann ist das schon im letzten Part. Nochmal kurz was zum Sagen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja, genau. Ihr habt auf jeden Fall schließlich ja schon gesehen, dass ich erstmal nur solche Videos hochlade. Also was jetzt hier auf mein Handy ist, weil ich nehme das ja mit dem Handy auf, so habe ich es wenigstens leichter, weil also die 3DS Let's Plays, also mit The Legend of Zelda A Link Between Worlds, weiß ich nicht ganz genau, dass es erstmal pausiert. Also das ist jetzt nicht komplett weg vom Fenster. Ist jetzt ein bisschen nur noch seltener zu sehen, sorry nochmal dafür. Und genauso jetzt wie Majora's Mask, Super Smash Bros. Ich glaube, da muss ich euch noch ein paar Dinger zeigen. Also wir hatten sogar noch einen Pilz gehabt, das hätte den ja nicht sogar noch benutzen können. Ja, wenn man beim Sprechen ein bisschen abgelenkt ist, aber egal. Außerdem erster Platz und so, weil, ja, und so halt weiter. Wo liegt neben nächste Strecke? Das ist schon klar. Ah ja, genau, ich wollte ja erstmal weiterzählen, weil das ist ja blöd, wenn ich einfach so anfange und dann, ja, kommt kein Ende, das ist dumm. 3DS Let's Plays kommen noch, aber vielleicht etwas seltener, weil ich hier drauf erstmal fixiert bin. Deswegen kommen erstmal öfters mal solche Spiele auf dem Emulator, also das heißt, also Let's Plays oder Let's Test, je nachdem und so. Es auf jeden Fall kommen Game Boy Advance Spiele auf jeden Fall. Ich werde nochmal Emulator nochmal herunterladen. Es gibt einen SNES Emulator, es gibt einen N64 Emulator, es gibt sogar einen DS Emulator, aber da weiß ich nicht, ob das denn hier klappen könnte, weil das ist ein bisschen anders gemacht als bei denen. Aber naja, mal schauen, wie das dann ist. Auf jeden Fall, damit ihr es schon mal Bescheid weißt, es kommen erstmal nur Videos hier vom Emulator, das heißt erstmal nur Game Boy Advance. Es kommen aber dann noch entweder Let's Plays oder Let's Tests oder so, wie ich gerade Bock habe. Kommen dann auch SNES, sogar N64, und wir sind runtergefallen, das interessiert mich gerade eh nicht, sonst bin ich genervt und raste einfach komplett aus. Wir sind jetzt gleich gerade runter, müssen eh aufholen. Blödsinn getroffen, weiter geht's. Dass erstmal sowas kommt, später dann halt SNES, N64. Hatte ich aber auch mal kurz drauf, aber da kann es sein, dass. Na. Egal. Dass es dann automatisch stoppt, weil keine Ahnung. Das war so arschklar. Keine Ahnung, weil wo ich das privat gezockt habe, also irgendwie noch auf Time, Java's Mask und so, das automatisch angehalten wird und ich habe immer keine Ahnung wieso. Deswegen. Meine Alter, was ist denn heute los, ey? Mann. Ich wollte gerade tot sagen, ist klar. Ich kann mit Yoshi anscheinend nicht so gut fahren. Genau, ich sehe gerade richtig 8. Platz. Ja, ist klar. Genau, jetzt darf man die Strecke nochmal machen. Genau. Vor allem gerade mit Yoshi. Genau, klar. Ist klar.
Auf jeden Fall wird es ein One-Take sein. Ich werde das jetzt nicht extra schneiden, wird es halt ein bisschen länger. Ich sag nur, Let's Test Cast 23 Minuten. Egal, da wird es halt ein bisschen in Überlänge gezogen. Juckt mich nicht. Habt ihr halt vielleicht sogar ein bisschen mehr zu sehen. Und ein bisschen mehr Fails. Nein! Ach, um das nochmal kurz zu sagen, Let's Test, Let's Plays, mal schauen, N64, bei dem Emulator, da wird das manchmal so angehalten, keine Ahnung wieso. Und ich werde mich mal trauen, aber ein bisschen langsamer fahren hier. Und die Abkürzung zu machen, und es war ganz okay gewesen. Ich fahre halt mal nach hinten, ne? Mann. Noch eine. Das ist, dass da bei dem N64 Emulator manchmal so gestoppt wird und keine Ahnung. Gestoppt, nicht gestoppt irgendwie. Ich hab, das hat sich gerade so komisch angehört. Dass es dann irgendwie so gestoppt ist und ich habe keine Ahnung wieso. Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht höchstens nur ein paar Videos oder so vor dem N64 Spiel. Auch also halt auf dem Emulator halt natürlich. Bisschen vorsichtig fahren. Ja, ist klar. Ja, rannten mich ruhig. Das geht mir immer so schön nicht mehr auf den Sack. Mein Gott, ey. So, letzte Runde. Lass mich wenigstens noch Vierter sein, ey. Ich will das nicht nochmal machen. Wie gesagt, man hat nur 3 Versuche. Das habe ich im ersten oder zweiten Part nämlich schon gesagt. Und wenn die halt alle verloren gehen, dann... Ja. Game over. Sag ich mal ganz kurz. Nein, fahren normal, wenn es geht. Was war das gerade für eine Stimme? Aber naja, egal. Und wir haben es ja doch noch geschafft mit dem ersten Platz. Wow, wie kann das nur geschehen? Aber egal, wir haben es im zweiten Versuch halt irgendwie weniger geschafft. Und warum ich gerade so merkwürdig rede, frage ich euch. Keine Ahnung. Aber jetzt rede ich wenigstens nochmal. So. Meine Wut ist jetzt ein bisschen ausgelastet. Also nicht mehr so. So. Sondern jetzt wenigstens halb normal. Und damit ich wirklich zum Wort komme, N64 Emulator, weil das noch so ein bisschen stoppt, das weiß ich nicht. Deswegen ein paar Videos höchstens. Aber wenn der N64 Emulator wenigstens durchhält, dann werde ich so ein paar Let's Tests zeigen. Und so vielleicht kommt mal ein Let's Play oder so, keine Ahnung. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr wollt. Könnt ihr schreiben oder so, ob ihr irgendwas wollt. Ihr könnt, aber vielleicht auch Apps oder so, könnt ihr auch gerne. Ihr könnt auch schreiben, aber ihr könnt auch 3D-Spiele spielen. Ach, 3D-Spiele spielen, ja, das kann jeder. Ich meine eigentlich hier in den Kommentaren schreiben oder so. Wegen... was ihr vielleicht dann als nächstes sehen wollt. Aber wenn es geht, 3DS-Spiele und irgendwas vom Handy, sei es Apps oder von irgendwelchen Emulator-Spielen oder also irgendwelche Spiele. Und ich werde versuchen, als Emulator halt herunterzuladen und das für euch dann zu zocken. Als Let's Test oder als Let's Play. Danke. Ich habe mich von einem Maus überfahren lassen. Ja. Wie gesagt, ihr habt das in der Hand. Ihr könnt schreiben, was ihr dann als nächstes haben wollt. Aber wie gesagt, entweder irgendwelchen Apps oder so. Oder 3DS, aber ist halt abgefilmt, weil ich habe keine Capture Card und so. Und die ist nicht gerade billig. Deswegen, ja, versteht das wieder wenigstens zu entschuldigen. Deswegen, besser kann ich es halt nicht machen. Weil... wie gesagt, die Capture Card ist nicht gerade billig. Und ja. Deswegen erstmal nur solche Aufnahmen vom Handy. Wenigstens etwas. Da kommen die Videos wenigstens ein bisschen besser rüber, finde ich. Aber was mich immer noch wundert, mein allererstes. Na okay, Let's Play kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ja noch einen alten Kanal von früher hatte. Jetzt, ich sag einfach mal alter Kanal. Und jetzt der jetzige Kanal vom allerersten Video, sage ich mal. Das ist The Legend of Zelda Link Between Worlds Part 0, da wo ich das Intro gezeigt habe. 54 Aufrufe, 2 Monate. Okay, da habe ich mir auch dabei gedacht, entweder kommt an den Spiel dran oder keine Ahnung, nur wegen dem Intro.
oder so. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Vor allem, das ist ja abgefilmt von Kamera, beziehungsweise von der Handykamera. 54 Aufrufe. Sonst von den 3DS-Spielern, die ehemals nur aufgenommen sind. Okay, ich habe Glück mit The Legend of Zelda hier mit hier. Irgendwas mit 65 Aufrufe ist bis jetzt das höchste. Wo ich mich auch wundere. Das kann nur am Spiel liegen. Ja. Weil das halt so, sag ich mal, so erfolgreich ist. Und das war gerade dumm, wo ich gerade gesprungen bin. Das war sehr dumm. Aber egal. Wir lassen uns nicht ärgern. Wir benutzen. Jetzt den Pilz oder so. Ja. Mal sammeln wir noch ein paar Münzen ein. Haben 4. Wir sind 5. Platz. Wir wollen wenigstens 4 da schaffen. Wenn es geht, bitte. Komm als Item. Red Shell, okay, ballern wir gleich ab, das war Reflex, ich wollte es eigentlich behalten. Aber jetzt sind wir ja Dritter, das ist ganz okay bis jetzt. Vierter. Ja, Vierter, jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Oh, Red Shell, das ist gut. Verpiss dich. Das ist komische Stimme bei Yoshi. Oh, komm. Oh, nice. Oh geil, damit habe ich nicht gerechnet, ey. Oh, ich hätte gedacht, der Luigi, der war schon im Ziel gewesen. Aber meine Fresse, wir haben es ja gerade noch so geschafft, ey. Wie geil. Das war Glück. Das kann mir keiner erzählen, dass es so gewollt war. Ach, wir sind schon fertig. Ging irgendwie schnell heute. Okay, außer bei der Geisterstrecke da. Dass man zweimal fahren mussten, ne? Und mir so derbe gefailt haben. Ne? Auf jeden Fall haben wir einen Goldpokal. Es waren ja, wie viele Punkte waren das? 33 Punkte. Die anderen hatten ja eh anders gehabt. C-Rang, vollkommen normal. Wie gesagt, muss kein Sternrang sein. War alles ganz okay. Zwar ein bisschen gefailt mit Yoshi, aber es ging eigentlich, weil wir waren ja hier gleich hier beim Boo Lake. Mir fällt gerade jetzt nicht ein, wie das heißt. Waren wir ja voll Achter, wo ich mich gewundert habe. What the fuck? Aber naja, egal. Beim zweiten Versuch war es dann irgendwie erster Platz. Ja, es war eigentlich ganz okay. Außer ein paar kleinen Fails mit Yoshi. Es geht eigentlich. Man kann mit denen, naja, mehr oder weniger steuern. Also ich fand ihn ganz okay. Außer, naja, dass ich das nicht so richtig im Griff hatte. Sonst war es eigentlich nicht ganz okay. Und ja, damit soll es erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Safia. Macht's gut, Leute. Ciao. Haut rein.